Das bin ich. Thomas Wünsche, Bauunternehmer. Früher hatte ich ein Haus, eine Firma, eine Familie. Meine Tochter Mara ist die Vernünftige. Nora die Ehrgeizige und Clara die süße Kleine. Ich bin 54 Jahre alt. 54, das sind 2 mal 27 oder die Hälfte von 108. Ist das nun die Mitte des Lebens oder schon das letzte Drittel? Vor 2 Jahren noch haben meine Frau und ich von einer Finca in Spanien geträumt. Und hier, oben im Pool, und hier, unter dem Zitronenbaum, da liegen dann wir. Wie schade, dass es noch 13 Jahre bis zur Rente sind. 13 Jahre sind irgendwie nix, Schatz. Meinst du? Sandra und ich wollten 100 Jahre alt werden und uns irgendwann eines fernen Tages Händchen haltend unter die Erde legen. Aber dann... Nina war wie Windstärke 9 im Frühling. Worte wie Jahrespressekonferenz oder Geschäftsklimaindex kamen ihr so geschmeidig über die Lippen wie anderen Frauen die Einkaufstipps. Es dauert noch. Sie ist gerade drin. Unsere Geschichte begann, wie es immer beginnt. Erst die Leidenschaft. Dann die Wiedergeburt. Neues Auto. Die erste Lüge. Thomas? Die zweite. Und alle weiteren Lügen. Die totale Fehleinschätzung des Ernstes der Lage.
und ein Ende mit Tränen. Wenn ich es mir recht überlege, war das Ende gar kein Ende, eher ein Anfang. Rate. Du hast den Jackpot geknackt. Rate nochmal. Du hast dein Handicap um 5 Punkte verbessert und darfst bei dem Turnier auf den Bahamas mitspielen. Mm-mm. Nein, ich weiß. Du hast uns zum Fallschirmkurs angemeldet und wir springen im Doppelsprung aus 3000 Metern ab. Du hast dir die rote Unterwäsche gekauft. Nein. Schade. Was ist die Überraschung? Fahr nicht so schnell, ja? Rate weiter. Du wirst in den Vorstand gewählt. Du kriegst einen Bonus und kaufst dir nächste Woche die rote Unterwäsche. Liebling? Ich mag nicht mehr raten. Bitte, bitte, Nina Lenz, sag es mir. Hm? Willst du es wirklich wissen? Unbedingt. Wir erwarten ein Kind. Hörst du wohl auf, mich zu ärgern, du durchtriebenes kleines Luder, du? Freust du dich denn gar nicht? Nina! Nina! Nina, nein! Jetzt warte doch! Aber... Du hast doch gesagt, du nimmst die Pille. Hab ich ja auch. Ja, was jetzt? Hast du oder nimmst du? Soll das jetzt Verhör werden, oder was? Nina, ich dachte, du willst erst Karriere machen. Du hast doch gar keine Zeit für ein Kind. Du willst es jetzt wegmachen lassen. Das ist die einzig vernünftige Lösung. Niemals. Aber Nina, ich habe schon 3 Kinder. Aber ich habe noch gar keins. Ja, aber Nina... Ich müsste noch einmal ganz von vorne anfangen. Nina, denk dran. Ich bin 52. Du bist doch nicht alt. Natürlich ist das noch nicht alt. Höchstens ein bisschen älter. Bitte, Dr. Klein von der Kinderwunschsprechstunde. Guten Tag, ich möchte mich nach dem Ergebnis der letzten künstlichen Befruchtung erkundigen. Mara Wünsche und der Sohildis. Ja, ich warte. Ja? Danke. Hat der Arzt gesagt, wie der Penis aussieht? Was denn das kleine Äumelchen da? Ich dachte, das ist das Rohr. Ach, umdrehen, so. Nee, ich sehe immer noch nichts. Hast du es deiner Frau schon gesagt?
Noch nicht. Deinen Töchtern? Nein. Ach, Thomas. Ja, doch, ich mache es ja. Bald. Jetzt. Erst rede ich mit Mara. Sie ist von allen die Vernünftigste. Jetzt spinnst du wohl total. Du bist fast 60, Papa. Ich bin 52. Aber wenn das Kind in die Schule kommt, dann bist du 60. Und wenn es Pickel kriegt, dann bist du 70. Mama wird durchdrehen. Mit Sandra rede ich. Ach, und das Kind, das ist dir wohl ganz egal, oder wie? Das kriegt garantiert einen seelischen Schaden mit so einem alten Tatagreis zum Vater. Also bitte. Und was ist, wenn ich ein Kind bekomme? Dann geht womöglich deine Tochter... Diesmal wird es ein Sohn. Dann geht womöglich dein Kind mit meinem Kind, also deinem Enkelkind, in die gleiche Klasse. Dann kommen die zusammen in die Pubertät. Stell dir das doch mal vor, vielleicht verlieben die sich und kriegen Kinder. Du ruinierst den Genpool, ist dir das klar? Spinnst du? Das ist Inzest. Betrug an der Natur. Dein Alter rollt an. Hi. Was ist? Seit wann rauchst du denn? Was ist? Ich dachte, ich könnte dich vielleicht zum Eis einladen. Es gibt da, gibt was zu besprechen. Ich weiß schon alles. Was weißt du alles? Dass seine Freundin den Braten im Ofen hat. Naja, wenn er es braucht. Hey, Clara, warte mal. Hast du vielleicht ein paar Euro übrig? Aber nicht für Zigaretten. Was macht das Abitur? Geht so. Ja, was heißt denn geht so? Mann, Papa, ich habe jetzt keine Zeit, so rumzuquatschen. Ja, ist ja in Ordnung. Also. Ja, mach's gut. Danke, dass du so cool reagiert hast. So. Papa. Hi. Hier rechts. Ja, ich weiß, du hast es nicht so mit Kindern. Also, ich meine, du magst sie einfach nicht besonders. Und Papa, das habe ich nie gesagt. Aber du findest, sie machen viel Dreck und kosten Geld. Nein, ich finde sie schlicht und einfach nicht mehr zeitgemäß. Nora, stell dir vor, wir hätten das früher gesagt. Ich muss zum Seminar. Schade. Was ist schade? Dass jetzt endgültig aus ist zwischen dir und Mama. Lauter. Ja, mein Schlüssel klemmt. Mama hat die Schlösser ausgetauscht. Du siehst gut aus. Hast du irgendwas mit deinen Haaren gemacht? Und du hast die Möbel umgestellt. Neue Vorhänge. Das ist schick. Ich lass mich scheiden.
Bist du sicher, dass sie es ernst meint? Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit. Weißt du, was ich an deiner Mutter immer sehr geliebt habe? Ich meine, ich habe vieles an ihr geliebt, aber das ganz besonders. Dass sie stets auch tut, was sie sagt. Die Hebamme hat über 10.000 Kinder zur Welt gebracht. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja eine ganze Kleinstadt. Großartig, oder? Na was, nun komm. Ich habe mir fast die Hacken abgelaufen, um endlich jemanden zu finden mit Erfahrung. Beim Timo, ne? Da hatte ich einen dritten Grades. Dritten Grades? Mhm. Ich war bis zum After aufgerissen. Am besten ist halt, wenn man vorher den Damm regelmäßig mit Weizenkeimöl einmassiert. Nee, bloß nicht. Öl trocknet doch aus. Besser ist es, zwei Finger in die Scheide stecken und vorsichtig weiten. Naja, gut, aber beim Weiten kann man dann schon auch Öl benutzen. Vielleicht sollten wir schon mal anfangen zu atmen. Ja, Petra ist wahrscheinlich noch im Kreissaal. Dann gehen wir wieder. Wir warten. Trotzdem können wir ja schon mal atmen. Ist jemand dafür? Ja. Durch die Nase einatmen. Durch die leicht geöffneten Lippen wieder ausatmen. Den Atem strömen lassen. Einatmen. Vitamin D ist fürs Knochenwachstum und Vorsorge gegen Spina Bifida. Spina was? Offener Rücken. Wer, ich? Nicht du, Schatz, dein Sohn. Ach was, der Junge hat ein Kreuz wie ein Rettungsschwimmer. Krieg ich Blähungen von. Was? Was? Ich weiß nicht. Ja, wo denn? Na, da drin. Bei mir. Ich meine, bei ihm. Ja, das bin ich. Komm. Und wenn er sich jetzt bedroht fühlt? Bitte? Naja, ich meine, stell dir vor, du schläfst selig und friedlich in deiner warmen Höhle und dann kommt plötzlich so ein Ding wie so ein Presslufthammer und bumm. Wum? Wummert. Komm, lass uns. Du musst nicht böse sein, ja? Ich bin nicht böse. Wenn du eifersüchtig bist, dann spürt er das. Wer? Ja. Er? Er war vor ein paar Monaten noch ein Spuckeklecks. Menschliche Zellen werden programmiert, bevor sie geboren sind. Ist mir doch scheißegal. Er soll sich gefälligst nicht so breit machen. Shh. Was? Wenn du nicht willst, dass er mit einem Vaterkomplex geboren wird, dann hör bitte auf zu schreien. Mein Bauch sieht halt irgendwie kleiner aus als gestern, findest du nicht? Mein Gott, hier ist was Hartes. Und der Buckel hier war gestern hier unten. Ja, das Kind bewegt sich eben. Ja, aber noch nicht so schnell. Ja. Unser Sohn ist eben lebhaft. Ja, aber wenn der Buckel hier der Po ist, dann ist das Harte... Der Presslufthammer? Thomas, er liegt mit dem Kopf nach unten, das ist viel zu früh. Kannst du mich bitte zu Dr. Hilscher fahren? Ach, Nina, bitte, du warst gerade erst gestern beim Arzt. Na und? Und dein Meeting? Du hast gesagt, um 9 kommt der Vorstand. Egal. Das Kind geht schließlich vor. Doch, Mensch. Sag mal, wo warst du denn so lange? Nina muss doch noch zum Arzt. Schon wieder? Ja, sie ist schwanger. Die Milliarden Frauen vor ihr auch. Arbeitet sie wenigstens noch? So eine Schwangerschaft ist wie Vulkanausbruch und Erdbeben zugleich. Es ändert sich alles, du. Hormone, Diäten, Shoppinggewohnheiten. Ja, du verstehst das nicht. Oh, danke, dass du mich daran erinnerst. Oh, Mara, bitte, entschuldige. Wir haben um 11 die Abnahme im Rotkehlchenweg. Aber wir müssen vorher noch die Zahlen für das zweite Quartal besprechen. Nein, die Zahlen morgen. Schatz,
Scheiße, ich kann jetzt wirklich nicht. Wünsche und Partner, guten Tag. Na endlich. Deine Bauherrin aus dem Maulkäferpfad dreht völlig durch. Edda Baumann? Ich weiß, sie hat Pfeilscher im Wohnzimmer. Was für ein Zeug? Schlechte Energie, das Gegenteil von Qi. Feng Shui. Hast du ihre Nummer irgendwo? Ich bin dein Partner, Thomas, nicht deine Sekretärin. Ich fahr gleich zu ihr hin, ja? Nein, das geht jetzt nicht. Kannst du dir bitte irgendwas einfallen lassen? Von mir aus lassen wir die Maurer noch mal kommen und ziehen einen neuen Zwischenflur ein. Und wer bezahlt das? Mahnkopfweg 14 hatten wir kalkuliert. 8% Generalübernehmerzuschlag abzüglich des von dir gewährten Freundschaftsrabatts von 3%. 43.000 Euro kosten uns der Wasserschaden und die Mängelbeseitigung. 7.300 Euro gehen weg für Anwalt und Gerichtskosten. Bleiben 1.400 Euro für uns. Papa, die Leute zocken wie die Verrückten. Erst drücken sie uns immer weiter im Preis, dass es sich fast nicht mehr lohnt, morgens aufzustehen. Und dann erfinden sie Mängel über Mängel, nur damit sie uns nochmal abkassieren können. Papa! Die Fliesenleger haben einen Kratzer in die Haustür gemacht. Sie haben 16 Stunden gearbeitet, um termingerecht fertig zu werden. Eine Tür für 20.000 Euro. Massives Zedernholz, Handbeschlag. Unser Tischler hätte dir das so abgespachtelt, dass man es nicht mehr sieht. Ach, Mara, bitte, ja. Mein Gott, Papa, es ist doch wahr. Es waren noch zwei Farbnasen an der Heizung. Ja, zwei Nasen auf 200 Quadratmetern. Und dafür lassen die Bauherren noch mal die Maler kommen? Früher gab es sowas nicht. Ach. Ja, da wurde auch hart verhandelt. Hart, aber immer fair. Weißt du, wie du jetzt klingst? Wie dein eigener Opa. Was machen wir denn? Entweder wir erhöhen den Zuschlag auf 12%. Dann sind wir teurer als der Markt. Wie viel steht da noch aus? 80.000, die letzte Rate. Du willst ihm doch wohl nicht das ganze Haus bezahlen. Erst einmal überweist du gar nichts. Dann lässt du ihn klagen. Und wenn ihm dann die Puste ausgeht, dann macht er einen Vergleich. Dann machen wir es wie alle anderen. Pfusch? Niemals. Dann bleibt nur noch eins. Wir machen weiter wie bisher und nächstes Jahr machen wir dicht. Hallo, Herr Wünsche. Schön, Sie zu sehen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bitte sehr. Diese verdammten Treppen. Wir haben es doch bald geschafft. Haben wir nicht. Ach komm, Süße, das Baby ist doch bald da. Ja, und dann? Dann schleppe ich das Baby hier hoch. Und den Kinderwagen und die Gläsernahrung und die Windeln. Nina, lang. Und dann, Schatz, dann trage ich den Kinderwagen wieder runter und den Glasmüll und die Beute mit den Kackewindeln. So eine Dachgeschosswohnung ist einfach eine Zumutung mit einem Baby. Du wolltest doch unbedingt eine Dachterrasse und den herrlichen Blick über Berlin. Ja, aber nicht ohne Fahrstuhl. Schau, Schatz, wenn wir zum Beispiel ein Haus hätten mit Garten, dann könnte ich die Einkaufstüten direkt von der Garage ins Haus tragen. Sag jetzt nicht, dass du ins Grüne ziehen willst. Nina? Thomas? Willst du, dass dein Kind zwischen Hundehaufen, Autos und Junkies groß wird, ja? Findest du das nicht ein bisschen egoistisch? Du wolltest doch unbedingt das Programm Kino um die Ecke. Die Osteria, den Fruchtshop, die Kosmetikerin, alles vor der Tür. Ich bin zweimal umgezogen in 11 Monaten. Glaubst du, ich habe nichts anderes zu tun, als Umzugskisten hin und her zu tragen? Du baust jedes Jahr ein Dutzend Häuser mit Garten für andere Leute. Stimmt. Nur für uns nicht. Nina, Lein, jetzt sei doch vernünftig. Was willst du denn da draußen auf dem Land, wo es nichts Spannenderes gibt als den örtlichen Supermarkt? Sag mal, ich habe das alles schon mal gehabt. Ach, deine drei Töchter mussten also nicht in der Stadt groß werden, ja? Du würdest jeden Tag mindestens 2 Stunden im Auto sitzen. Wieso? Na, spätestens, wenn der Kleine abgestillt ist, wirst du doch wieder arbeiten, oder? Oder willst du eine von diesen trutschigen Hausfrauen werden, die den ganzen Tag nur über ihre Kinder reden? Hm? Nina? Weinst du? Es tut mir leid, Thomas. Was denn? Du bist immer so lieb und ich war so schrecklich egoistisch. Ich habe dabei nur an uns gedacht, wirklich. Nina, allein. Komm her. Ich
Ich liebe dich. Und Thomas, ich verstehe dich. Ich meine, du bist eben auch schon über 50. Und da fallen die Dinger wahrscheinlich auch nicht mehr so leicht. Und du müsstest noch mal 20 Jahre Schulden abbezahlen. Nein, wirklich. Ich verstehe total, dass du dich eigentlich zu alt fühlst, um noch mal neu anzufangen. Zu alt? Ich? Das hast du völlig falsch verstanden. Thomas, es ist traumhaft. Oh, Vorsicht, mein Bauch. Hast du schon gekauft? Reserviert. Wie lange? Bis morgen. Oh, Thomas. Ich will den Preis noch drücken. Die Bauherren lassen sich scheiden und brauchen das Geld. Da sind mindestens noch 10%. Ach, kannst du bitte heute noch anrufen? Ich sterbe, wenn es uns jemand wegschnappt. Bitte. Und was ist mit unserem Hund? Kündigen? Und die Küchenschränke aus Palisanderholz, die du unbedingt wolltest? Der italienische Granit im Bad? Die voll elektrischen Dachfenster, die wir auf eigene Kosten eingebaut haben? Nichts davon können wir mitnehmen. Sie ist als Investition in die Zukunft. Rufst du an? Jetzt gleich. Manchmal musste ich an den Tod denken. Und was wohl aus meinen beiden Familien werden würde, wenn... Nein. Noch nicht einmal daran denken zu sterben. Was ist denn passiert? Mama. Weißt du nicht, was ich machen sollte? Sie sagte, sie wollte zu dir. Hast du deine Tage gekriegt? Wein dich aus, mein Schatz. Komm, wein dich aus. Wenn du einen Kaffee willst, weißt du, was alles ist. Ach, das ist doch so ungerecht. Oh, mein Schatz. Diesmal sah es sehr lange gut aus. Die Stimulierung war erfolgreich. Sie haben 8 Follikel abgesaugt, die sich dann auch noch wunderbar geteilt haben. Vor 2 Wochen haben sie ihr 3 Stück eingesetzt und jetzt, naja, wieder kein Kind. Haben wir keine Erdnussbutter mehr, Mama? Hallo Schatz, willst du mir nicht guten Tag sagen? Tag. Nein. Oh, fuck, du hast gesagt, kauf welche! Sag mal, wie redest du mit deiner Mutter? Sag mal, hast du sie in der letzten Zeit vielleicht rauchen sehen? Zigaretten meinst du? Was denn sonst? Drogen? Ich hoffe nur, sie tut's nicht so oft. Soll das heißen, du bist dir sicher, dass unsere Tochter kifft und du tust nichts dagegen? Mein lieber Thomas, was soll ich denn noch alles tun? Ich habe alles versucht. Ich habe ihr gedroht, ich habe ihr das Taschengeld gekürzt, ich habe sie in den Arm genommen. Ich rede mir den Mund fusselig. Aber sie hört auf die Kiffer in ihrer Clique und nicht auf mich. Und auf dich schon mal gar nicht. Wenn das so ist, dann kann ich ja gehen. Ist Nora wieder in Ägypten? Äthiopien. Ich dachte Ägypten. Nein. Du musst bitte noch Claras Nachhilfe bezahlen. Ja.
Und der Klempner muss auch noch kommen. Die Toilette ist kaputt. Ist gut. Sonst noch was? Meine Anwältin schickt dir noch einen Brief wegen der Unterhaltszahlung. Du wirst ihn in den nächsten Tagen kriegen. Was hältst du davon, wenn wir uns am Donnerstag treffen und in Ruhe drüber reden? Tut mir leid, ich kann nicht. Sag mal, wir können uns doch auch ohne Anwalt einigen, oder nicht? Ich habe Vorlesungen. Du studierst? Ja, warum nicht? Ja, was denn? Geschichte. Aber seit wann interessierst du dich für Geschichte? Sandra, was soll das jetzt? Was soll was? Warum behandelt ihr mich so? Wie behandeln wir dich denn? Ja, so kühl, so wie einen Fremden. Vielleicht suchst du die Antwort mal bei dir. Ach was, so war es doch schon immer. Immer wenn es Streit gab, dann gluckt ihr zusammen. Und ich bin der Depp, der die Schecks unterschreibt. Ist doch seine Schuld, wenn er uns liebt. Was haben wir damit zu tun? Ach, du spinnst doch. Ihr seid doch das Team, Sandra. Ich nicht. Sandra, Mara, Nora, Clara. Hörst du das denn nicht? Warum verschwindest du nicht endlich, Thomas? Thomas, du gehst fremd. Nicht ich. Tut mir leid. Der Platz ist besetzt. Oh. Können wir mal ganz kurz? Danke. Hier ist besetzt. Danke. Sie können denn nicht einfach alle Plätze blockieren? Doch, kann ich. Also das sind keine Liegestühle und da vorne ist nicht Mallorca. Junge Frau, wenn Sie vorne sitzen wollen, dann müssen Sie pünktlich kommen. Ich bin pünktlich. Sie sind eine halbe Stunde zu früh. Komm, setz uns oben hin. Tag. Oh, können wir mal durch? Hallo. Entschuldigung. Hallo, hallo, hallo. Geht's gut? Guten Tag. Ist da noch was frei? Guten Tag zu sehen. Da geht's. Na komm, danke. Ja, ich setz mich daneben. Wir waren um 3 verabredet. Lecker, kann ich? Eine Cola. Clara, der Termin mit der Schülerhilfe steht seit 6 Wochen. Du hast versprochen, um 3 Uhr hier zu sein. Othoden und Salir? Spinnst du, Mama? Jetzt ist 4. Der konstruktivistische Ansätze der Mittelalterforschung. Dekonstruktivistische. Dekonstruktivistische was? Hörst du mir überhaupt zu? Clara, ich rede mit dir. Wozu brauchst du denn den Scheiß? Willst du zum Arbeitsamt gehen und sagen, hallo, hier bin ich. Ich weiß voll Bescheid über ein paar Könige, die 1000 Jahre tot sind. Sag mal, was ist denn mit dir los? Du bist so komisch. Ist auch komisch. Du hast was geraucht. Wer gibt dir das Zeug? Dieser Matze? Hör auf. Nein, ich höre überhaupt nicht auf. Ich sehe doch nicht einfach zu, wie meine Tochter sich ihr Leben ruiniert. Und wo hast du denn das Geld her? Ich wäre sowieso nicht zur scheiß Nachhilfe gegangen. Was soll ich denn da? Ich fall eh durchs Abi. Wenn du so weitermachst, bestimmt. Clara. Clara, klar. Die Kisten hier auf dem Speicher.
Die Wiege kommt in den ersten Stock, der Wickeltisch auch. Sandra? Ich muss mit dir reden. Mit oder ohne Anwalt? Es geht um Clara. Die Kisten mit den blauen Streifen kommen alle ins Kinderzimmer. Das mit dem Sternenhimmel. Entschuldige. Was ist mit Clara? Ach, sie hat Probleme und ich komme nicht mehr weiter mit ihr. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Thomas, hörst du mir überhaupt zu? Scheiße, passen Sie doch auf! Ich habe im Moment wenig Zeit, weißt du? Also, was für Probleme? Sie ist in der Schule abgerutscht und außerdem... Sandra, jetzt warte mal. Kann ich dich zurückrufen? Es ist im Moment etwas ungünstig, weißt du? Nein. So, das gehört in den hinteren Raum. Alles klar. Machst du mal mit an? Ja, mach ich. Ja, hier ist es gut. Was? Allerdings müssten wir noch rote Vorhänge nähen lassen, das Licht ist viel zu grell. Wofür? Für die Geburt. Hier könnte der Gebärstuhl hin. Aber hier liegt doch dann überall frisch geöltes Parkett. Wie? Dein Kind kommt zur Welt und du hast nichts anderes im Kopf als dein Parkett? Tut mir leid, Nina, aber ich bitte dich, warum gehst du nicht ins Krankenhaus, wie alle anderen Frauen auch? Ich will, dass der Kleine sich wohl und geborgen fühlt von der ersten Sekunde an. Und ich will einen Brutkasten, falls was schief geht. Und Ärzte und Schmerzmittel. Der erste Eindruck ist prägend für sein ganzes Leben, Thomas. Du hättest mich fragen können. Ich hechle monatelang in deinen Kursen. Wozu eigentlich, wenn ich doch nichts zu sagen habe? Vielleicht will ich auch gar nicht, dass er hier in meinem Wohnzimmer zur Welt kommt. So eine Geburt ist doch kein Performance-Kunstwerk. Sie ist Schleim, Blut, Geschrei. Und wenn man es genau nimmt, ist sie sogar richtig eklig. Was? Eklig? Nein. Eklatant gefährlich. Wir haben doch Petra. Petra. Ich höre immer nur Petra. Diese Frau ist wohl der David Beckham unter den Hebammen. Nein, ersinne den sie dann. Wohin soll denn der Karton? Du hättest mich trotzdem fragen können. Ach, ich hab doch gewusst, was du sagen wirst. Geburten sind Frauensache. Was ist überhaupt los mit dir? Du bist so komisch in den letzten Tagen. Du musst. Alles in Ordnung? Ja. Ich bin nur... Was denn? Ich war vorhin so schrecklich müde. Ach so. Du solltest einfach aufhören, die ganze Nacht Kisten auszupacken. Du bist schließlich auch nicht mehr der Jüngste. John F. Kennedy hat's gemacht, Winston Churchill auch. Der Minutenschlaf ist der gesündeste von allen. Schau mich an, ich bin voll da. Also, was gibt's? Die Bauherren Fock und Schlichting fangen jetzt auch damit an. Als hätten sie sich alle untereinander abgesprochen. Sie wollen nicht zahlen, ne? Ja, unter irgendeinem fadenscheinigen Vorwand halten sie die letzten Raten zurück. Zum Beispiel hier. Verminderte Heizleistung der Fußbodenheizung. Ja, er wollte unbedingt Massivholzdielen legen. Ist doch klar, dass das Wärme schluckt. Ich habe ihn mehrfach gewarnt. Ich weiß. Und Frau Köhler vom tiefen Grund ist sogar so dreist, uns von Anfang an um einen Vergleich zu bitten. Ihre Möbel seien so teuer geworden, sie hat jetzt einfach kein Geld mehr. Ihre Möbel? Papa? Entschuldige mal. Papa, warte! Ich habe meinen Beruf immer geliebt. Ich weiß. Keinen Tag früher als mit 65 wollte ich aufhören, ja. Aber jetzt... Papa. Die Leute haben keinen Anstand mehr. Dieses ganze Deutschland hat keinen Anstand mehr. Ja, früher war alles besser. Was gibt's noch? Was es noch gibt, du kannst jetzt nicht weg. Wir haben doch gleich Familie Knorr mit ihrem Architekten da. Die wollen, dass du dabei bist. Ich kann nicht. Es ist aber immer noch die ganze Mafia mit den Briefen zu unterschreiben. Ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich habe einen Termin. Was denn für einen Termin? Es ist überhaupt nichts eingetragen. Ein Termin mit Mama. Den Termin? Ja. Hallo.
Thomas Wünsche leitet eine seit fast 30 Jahren erfolgreiche Firma. Die uns vorliegenden Zahlen der letzten beiden Jahre weichen eklatant ab von denen der Vorjahre. Hohes Gericht, hier versucht sich ein untreuer Ehemann künstlich arm zu rechnen, um die Unterhaltszahlung zu drücken. Bitte entschuldigen Sie, aber so geht das nicht. Die verehrte Frau Kollegin arbeitet mit Unterstellungen und nicht mit Tatsachen. Die Firma meines Mandanten ist wie so viele andere in der Baubranche auch betroffen von der allgemeinen Wirtschaftskrise. Ich sehe keine Veranlassung, an der Lauterkeit meines Mandanten und an der Richtigkeit seiner Zahlen zu zweifeln. Hören Sie auf. Bitte? Sie sollen die Klappe halten. Entschuldigen Sie bitte. Ich akzeptiere alle Forderungen der Gegenseite. Herr Wünsche. Ohne Einschränkung. Meine Frau kriegt, was sie will. Ich will, dass sie glücklich ist. Ist was passiert? Die Wehen haben eingesetzt. Kindchen, jetzt hör mir mal zu. Du sollst zuhören. Wenn ich bei jeder ersten Zuckung gleich ins Auto springen würde, dann würde ich ja nur noch Kaffee trinken. Sag mal, ist schon Fruchtwasser abgegangen? Nein, ich glaube nicht. Was heißt, ich glaube? Es tut einfach nur weh. Tut schon unten am Po weh. Es tut überall weh. Wie weh denn genau? Naja, noch ist es auszuhalten. Naja, na also, immer schön ruhig bleiben, immer die Ruhe bewahren, Kind. Petra, können Sie vorbeikommen, bitte? Ich komme. Natürlich komme ich, Kindchen. Bleib mal ganz ruhig so. Und mal hopp, hoch den Popo. Und schön locker lassen. Hör mal, du machst Folgendes. Du nimmst jetzt deine Uhr und stoppst den Abstand der Wehen. Und wenn du bei 8 Minuten bist, dann rufst du mich wieder an, okay? Was ist mit dir? Nix. Wie viel hast du gestoppt? In unserem Kurs erklärt, die Wehen würden in Wellen kommen. Bei mir kommen sie nicht in Wellen. Es tut die ganze Zeit weh. Sandra, hör jetzt auf. Ich bin nicht Sandra. Nina Lenz, entschuldige. Vielleicht sind das ja auch gar nicht die richtigen Wehen, sondern es sind nur die Senkwehen. Ja, was sind denn dann die richtigen Wehen? Wie soll ich das merken? Das fragst du mich? Du hast immerhin 3 Töchter. Ja. Du musst jetzt, sag doch was. Du musst dich doch an irgendwas erinnern. Die sind einfach nur geboren worden. Thomas? Ja, was willst du denn hören? Meine Töchter hat Sandra gekriegt, nicht ich. Wünsche. Ich bin's. Ist das Baby da? Nein. Weinst du? Nein, ich bin erkältet. Wahrscheinlich hast du das heute Morgen nicht gemerkt. Sag mal, als du die Kinder gekriegt hast, woran hast du gemerkt? Ich meine, also, wie wusstest du, als die Wehen da waren, dass es wirklich losgeht? Wieso fragst du das ausgerechnet mich? Ich weiß nicht, wen sonst. Nina ist total nervös. Sie hat Angst. Gut, sag ihr, wenn sie das Gefühl hat, sie wird von einer glühenden Kanonenkugel zerrissen und sie wird sterben, wenn die nächste Wehe kommt, dann kommt das Kind. Das soll ich ihr sagen? Petra! Meine Frau und ich warten seit einer Dreiviertelstunde. Sie sollen sich hierher bewegen und ich vergesse mich. Junger Mann, bleiben Sie mal ganz ruhig. Ich bin doch schon unterwegs. Ich bin ganz ruhig. Sagen Sie Ihrer Frau, sie soll schnaufen, so wie wir das geübt haben. Das soll ich... Wann sind Sie hier? Ja, ich kann diesen verflixten Kirchturm nicht entdecken, von dem Sie mir erzählt haben. Wo sind Sie denn jetzt? Lichten, Moment.
Lichtenau. Nee, Leichtenau. Also irgend sowas. Lichtenau? Ja, das kann sein. Aber das ist die falsche Richtung. Ach was. Warum sagen Sie das nicht gleich? Hier sieht ja ein Dorf aus wie das andere. Sie müssen sich nordwestlich halten. Über Malchow und dann im Kreisverkehr Richtung Salchow. Und dann links nach Bötzow. Wenn Sie in einer halben Stunde nicht hier sind, dann fahre ich dich ins Krankenhaus. Was jetzt? Im Dunkeln? Was ist, wenn es im Auto kommt? Es kommt nicht im Auto. Was ist, wenn doch? Das weiß ich doch auch nicht. Wer hatte denn die bescheuerte Idee mit der Hausgeburt? Ich doch nicht. Was machst du denn da? Willst du jetzt saufen oder was? Thomas! Thomas! Thomas. Oh Mann, in diesem Kuhkäfern hier ist ja der Hund begraben. Nina hat sehr starke Schmerzen, bitte geben Sie was. Was wollen Sie eigentlich hier draußen? Hören Sie, das Kind zerreißt Sie. Ja, gucken Sie mal in die Tasche da, da sind meine Blütentropfen drin. So, jetzt muss ich mir mal die Hände waschen, muss nämlich im Muttermund tasten, da drüben. Nein, da. Wissen Sie was? Sie sehen aus, als könnten Sie einen prima Kaffee machen. 4,5 Zentimeter. 4,5? Was? Ist der Muttermund offen. Ja, aber die Fruchtblase ist doch schon geplatzt. Na und, denken Sie, das Kind schwappt mit der nächsten Welle an die Freiheit? Nee, das dauert noch ein bisschen. Wie lange? 8 Stunden. Morgen früh, 4:30 Uhr, ist das Kind da. 8 Stunden? Wollen Sie mir drohen? Oh, das ist aber guter Kaffee. Haben Sie noch ein paar von den Keksen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das mache ich nicht mehr mit, niemals. Moment, junger Mann. So eine Geburt ist schon ein bisschen Arbeit. Ich nehme meine Frau und fahre mit ihr ins Krankenhaus. Und Sie? Was? Du bist jetzt ruhig, Sandra. Ich habe Ihren Unsinn lang genug angehört. Wir fahren ins Krankenhaus. Sandra? Ach, Sie bringen mich doch völlig durcheinander. Verschwinden Sie aus meinem Haus. Fahren Sie vorsichtig. 4:30 Uhr. Und schönen Gruß von Petra. Was soll jetzt kommen, ne? Scheiße! Thomas, fahr schneller, bitte. Kündigt sich so ein Herzinfarkt an? Ist das jetzt der unausweichliche biologische Verfall? Der Anfang vom Ende? Ich bin 54 Jahre alt. Nach 54 kommt 55. Eine schöne Zahl. Zwei sympathische, rundliche Ziffern, die sich schützen zwischen mich und die 60 stellen dieser furchterregenden 6-0. Schwester Gerda, bitte zur Aufnahme. Wie ist der Name? Nina Hufnagel, wohnhaft am Anger in Bötzow. Hausnummer? 11. Und Sie sind? Thomas Wünsche, 22. Mai 52. Ist das Ihr erstes Enkelkind? Ab 60 beginnt das Jagen. Die Uhren ticken schneller, die Zeit beginnt zu fliegen. 70, 80, 90, 100. Wir rasen auf das Ende zu. Die Jüngeren warten schon ungeduldig. Sie hetzen uns mit ihren vorwurfsvollen Blicken und ihren bohrenden Fragen. Warum bist du noch da? Warum stirbst du nicht? Aber nicht ich. Dieses Kind, diese hinreißenden 7 Pfund Mensch würden mich retten. Thank you.
Ach, auf den Vater. Oh, und auf den Gestern Sohn. Hat er die ganze Nacht durchgeschlafen. Oh. Danke. Ich habe ihn die ganze letzte Woche bei mir im Bett gehabt, damit Nina sich erholen kann. Och, alles gut. Das sollte ich Florian mal sagen. Ältere Väter sind eben die besseren Väter. Ach, so ein Unsinn. Na doch, wenn sie jung sind, sind sie notorisch unzuverlässig. Was soll das heißen? Das stimmt aber so nur wirklich nicht. Euer Jagdinstinkt ist seit der Steinzeit genetisch programmiert. Ihr könnt nichts dagegen machen. Ihr müsst raus in die Wildnis. In der Höhle bei den Frauen und Kindern bleiben die Männer erst, wenn sie alt sind. Wer ist hier alt? So, ich bin dafür, dass wir jetzt weitermachen. Wir haben in knapp 20 Minuten unseren Anwalt hier und um 11 kommt Herr Schäfer von der Bank. Och, Maralein, musst du mir den Tag verderben? Wenn die Bank dir die Kreditlinie streicht, Papa, dann ist dein Tag verdorben. Oh, hallo. Hallo. Thomas Wünsche. Selina. Sie sind sicherlich das neue Kindermädchen. Ich bin Ninas Mutter, Theos Oma. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich hätte sie auf nachher vielleicht 30 geschätzt. Kalt, ganz kalt. Hallo, Schatz. 35, höchstens. Etwas wärmer. Selina wollte gerade wieder gehen. Warten Sie ruhig weiter. Nein, also Sie müssen mir wirklich nicht sagen, wie alt Sie sind. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit. Willst du nicht doch noch auf einen Kaffee bleiben, Mama? Ich meine, Thomas und du, ihr kennt euch doch noch gar nicht. Das nächste Mal. Ich muss um 7 am Flughafen sein. Macht's gut, ihr drei. Theos Oma ist jünger als ich. Sie hat einen guten Chirurgen. Das macht sie immer so. Jetzt kündigt sie sich an mit großem Trara und ich backe und koche und tue. Und dann hat sie nicht mehr Zeit, sich hinzusetzen. Ich frage mich wirklich, wozu Selina überhaupt irgendwann ein Kind bekommen hat. Ach, Nina. Nein, sie hat meine komplette Kindheit im Geschäft oder auf Reisen verbracht. Die Geschwister, die musste ich mir ausdenken und den Hund sowieso. Die wäre wahrscheinlich vor Einsamkeit gestorben, wenn Kurt und Felix nicht gewesen wären. Wer? Kurt ist mein Opa und Felix war mein Hamster. Ach so. Er lächelt. Nina, schau mal, er lächelt. Thomas, das sind nur die Blähungen. Na, wer? Guck doch mal. Kurt lebt noch. Dein Hamster? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Natürlich, Schatz. Kurt ist 98 und lebt im Heim. Es wäre sein größtes Glück, wenn er noch mal seinen Urenkel im Arm halten könnte, bevor er stirbt. Kannst du am Donnerstag? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich habe Termine. Dann Sonntag. Warum fährst du nicht mit Theo alleine hin? Ich finde Altersheim so bedrückend. Aber Thomas, wenn wir jetzt nicht fahren, könnte es morgen schon zu spät sein. Mhm. Thomas. Vielleicht noch ein bisschen Bargeld dabei. Wir müssen noch tanken. Du warst doch gerade Geld holen. Der Automat ist kaputt. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir sollten den Wagen verkaufen und uns einen Van zulegen. Ach Gott, Nina, wieso muss es jetzt auch noch ein neues Auto sein? Ja, das siehst du doch. Wir haben gerade mal ein Kind und der Wagen ist bis oben hin voll. Und nach Anzügen, die jahrelang nur gelüftet statt gereinigt wurden. Das riecht nach Tod. Opa Kurt! Oh,
Hallo. Tag, mein Kind. Wir sind da. Schau, das ist der Thomas mit dem Theo. Ist das Richard? Nein, Thomas. Was will Richard hier? Gut, das ist nicht Papa, das ist Thomas. Hä? Thomas. Sieht aber aus wie dein Papa. Na, mein Junge. Willst du Theo mal halten? Sie belügen uns. Die Lüge steht in ihren Versicherungspolicen, ihren Statistiken, ihren Wachstumsprognosen. Unser Sterben ist falsch programmiert. Dem Ruhestand folgt nicht der Tod. Ihm folgt ein drittes, ein viertes Leben. Wir werden unsere Kinder grau werden sehen. Und unsere Enkelkinder auch. Und selbst dann noch, wenn keine Statistik uns mehr erreicht, sind wir immer noch da. Ich bin ja dabei gewesen. Entschuldigung, Mann, man kann doch den Amis keinen Vorwurf machen. Hätten wir die Amis nicht gehabt, würde der Russe heute in Paris stehen. Eine riesengroße SBZ wären wir geworden. Wir Herr Mohn, alle, Herr Mohn, ich hab's ja gesehen. Dieser Student möchte bitte sein Referat. Ich bin ja dabei halten. Gewesen. Ich habe einfach gesehen, wie sie gehaust haben. Die Barbaren, die Bolschewiken. Nee. So wahr ich hier sitze, ich so. Könnte. Und jetzt halten Sie aber mal Ihre Klappe, Sie verdammter Sturkopf! Merken Sie denn nicht, dass Sie seit anderthalb Stunden dieses Seminar behindern? Na, hören Sie mal. Diese jungen Leute hier wollen alle etwas lernen. Das ist ein Ding. Sandra! Sandra! Hallo. Was schleppst du denn da alles? Ich? Ja, das sind seifenfreie Badezusätze. Rosenöl, Calendula, Fenchelsamen, Fenchelsirup. Sag mal, womit hast du eigentlich die Kinder gebadet? Mit Wasser. Ja, ja. Naja, das... das hier, das kann sprechen. Und das hier, ja, ich wusste nicht, ob ich die Holzeisenbahn nehmen soll oder doch lieber die, wo die Zwerge drauf beißen und rumlutschen können. Das ist schadstofffreies PVC. Ja, ja, ist Wahnsinn, an was man alles denken muss. Ja, wenn ich beide nehme, mache ich keinen Fehler. Ja, so geht mir das mit meinen Stiefeletten auch. Dein Limit der Karte, ich meine sie, du kriegst noch Geld aus dem Automaten? Ja. Gut. Wieso? Nein, 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 nein. Ist alles gut. Ich meine nur. Mara hat mir erzählt, dass es ein kleiner Junge geworden ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, ich... Sandra, Ich gehe dann, ja? Tschüss. Ich ruf dich an. Ja. Und grüß die Mädchen von mir. Gar nicht ins Büro. Mara hat schon dreimal angerufen. Doch, gleich. Ich habe um 11 Krabbelgruppe. Jetzt lass ihn mir doch. Wir spielen doch gerade so schön. Sag mal, sind deine Haare dünner geworden? Wenn es nach mir geht, sollte Nina gar nicht voll stillen. Ich würde Theo jederzeit nehmen, wenn sie abends ausgehen will, aber sie will ja nichts davon wissen. Keine Kuhmilch vor dem ersten Jahr, kein Abpumpen, immer nur Genuss pur. Hast du es gut? Lutz nimmt Lisa nicht mal auf den Arm, jedenfalls nicht länger als 2 Minuten. Angeblich, weil sie so viel Hitze anstrahlt.
Thomas, Jens hat angerufen. Du sollst ins Büro. Ja, ja, die Arbeit läuft mir schon nicht weg. Guck mal, Nina, Theo könnte schon eine Rassel halten. Zwei so tolle Männer. Ich soll dir ausrichten, ihr habt den Auftrag für die Grundschule verloren. Was? Ich spinne wohl. Angeblich waren die Formulare nicht rechtzeitig da. Du solltest dich wirklich sofort darum kümmern. Ach, erst noch ein bisschen. Haben wir heute auch. Und die Füßchen. Und die kleinen süßen Thomas. Füßchen. Tschüss, Mädels. Tschüss. Papa, ich muss dich mal sprechen. Wegen der Schule? Wir werden klagen. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Wir haben ein Jahr Planungsarbeit in dem Projekt. Ich weiß. Nein, nicht wegen der Schule. Gleich, Mara. Gleich. Setz dich doch. Möchtest du einen Tee? Was gibt's denn so Dringendes? Ich bin jetzt 62, Thomas. Und ich habe noch viel vor. Ja, das hoffe ich doch. Ich möchte die nächsten Jahre intensiver und bewusster leben als bisher. Nicht nur dem nächsten Auftrag hinterherlaufen, sondern meine Mitte finden. Du möchtest was? Meine Persönlichkeit entwickeln. Brauchst du Urlaub? Nein, ich möchte aufhören. Warum das denn? Hat dich diese schrullige Frau Baumann auf den Esoterik-Trip gebracht? Zu sich selbst finden hat nichts mit Esoterik zu tun. Und? Wie stellst du dir das vor? Ich möchte dich bitten, mir meine Anteile auszuzahlen. Das kann ich nicht. Woher soll ich denn im Moment 250.000 Euro nehmen? 300.000. So oder so. Es würde mich ruinieren. Warum verkaufst du die Firma nicht? Du ziehst die Schulden ab und meinen Anteil und mit dem, was bleibt, versilberst du deinen vorzeitigen Ruhestand. Ich werde nächste Woche 54 Jahre alt. Ich habe eine junge Frau und einen neugeborenen Sohn. Ich kann mir das Aufhören schlicht nicht leisten. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht die geringste Lust habe auf diesen Ruhestand. Du atmest falsch, Thomas. Dein mittleres Chakra blockiert. Jetzt aufhören? Das ist doch nichts anderes als Abschiebung aufs Altenteil. Ein schleichender Tod ist das. Aber das lasse ich nicht mit mir machen jetzt. Ich nicht! Lass mich damit jetzt in Ruhe. Ich meine doch nur, du könntest mal mit Mama reden. Ich weiß nicht mehr viel von ihr. Geht's ihr gut? Ich glaube, sie ist nicht sehr glücklich mit ihrem Studium. Hast du mich eigentlich Vorlesung? Eigentlich schon, ja. Du hast das Studium geschmissen, nicht? Ja. Das Lernen fiel mir dann doch schwerer, als ich dachte. Und kannst du das bitte mal nehmen? Ja. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich den jungen Leuten ihren... Nee, auf die Terrasse. Ihren Platz streitig mache, weißt du? Und außerdem würde ich sowieso viel lieber arbeiten gehen, als studieren. Dann tu's. Thomas, wer braucht denn in diesem Deutschland jemand wie mich? In den Schuldienst kann ich nie wieder zurück, dafür bin ich viel zu lange raus und für etwas Neues bin ich zu alt. Du bist nur noch jung, Sandra. Im Berufsleben ist man mit 40 schon alt, genau genommen mit 35, aber das weißt du ja genauso gut wie ich. Warum bist du hier? Ja. Ich brauche deine Hilfe. Die Firma steht kurz vor der Pleite. Wir haben 2 Millionen Außenstände und die Bank hat mir die Kreditlinie gestrichen. Und ich muss Jens auszahlen und kann es nicht. Es sei denn... Es sei denn, du würdest eine Hypothek auf das Haus aufnehmen. Also
Thomas... Ich tue das nicht gerne. Ich kann nicht anders. Wenn ich untergehe, trifft es euch auch. Ich denke noch mal drüber nach. Leon. Meinst du? Er wird schon den ganzen Tag. Irgendwas muss er ja haben. Schlaf nur weiter. Was haben Sie gesagt? Hollandschleife massieren, Wärmflasche ins Bett, Öl auf die Füße, das Übliche. Ja, was noch? Dass ein Schreibaby ausgeglichene Eltern braucht. Hast du? Hast du wieder deine Tage? Nein. Wir haben die Babyversuche aufgegeben. Ich kann das nicht mehr. Entweder ein Baby kommt von allein oder es kommt eben nicht. Nein, die war heute Morgen in der Post. Auch von Nora? Die wird in Äthiopien bleiben, Papa. Für immer. Nenn mich nicht immer Ninalein, ich bin nicht deine Tochter. Entschuldige. Was ist denn? Was hältst du davon, wenn du... Ich meine, es müsste nicht sofort sein, aber sobald du kannst. Ich meine... Was denn? Wenn du... Es wäre zurzeit hilfreich, wenn wir zwei Einkommen hätten. Ich soll wieder arbeiten? Ich habe Probleme. In der Firma, meine ich. Und das Haus und die Scheidung, das Kind, das kostet alles. Und Theo? Er ist gerade mal 4 Monate alt. Ich sage doch, es müsste nicht sofort sein, aber ich brauche deine Hilfe. Thomas, ich habe seit Wochen nicht mehr geschlafen, seit gestern Morgen nicht mehr geduscht. Seit Monaten ist mir jede Mahlzeit auf den Teller kalt geworden und du willst, dass ich wieder arbeiten gehe? Nina, ich rede mit dir. Kannst du ihn nicht einmal 5 Minuten schreien lassen? Thank you.
Vielleicht hat er ja gar keine Pläne. Vielleicht schreit er ja nur, weil du ihn nicht in Ruhe lassen kannst. Willst du mir etwa Vorhaltung machen? Mach doch endlich den verdammten Föhn aus. Theo braucht Wärme. Ja, aber doch nicht diesen Krach. Du machst ein verdammtes Tiefluggebiet aus deinem Bett. Das Geräusch beruhigt ihn. Ja, wie man sieht. Hör du lieber auf zu schreien, um mir Vorträge über Babypflege zu halten. Kümmer dich lieber um dein Chaos und dein Büro. Wann? Jetzt? Es ist 2 Uhr morgens. Du hast doch alles schleifen lassen, seitdem Theo da ist. Soll ich jetzt auslöffeln, was du dir eingebrockt hast, ja? Du brauchst überhaupt nichts auszulöffeln, Nina. Ich will doch kein Geld von dir. Nimm du nur meins. Ich erwarte keine Loyalität. Ich erwarte gar nichts. Du bist ja doch zu alt für ein Baby. Bitte? Naja. Du bist überfordert, das sieht doch jeder. Ich hätte es wissen müssen, aber irgendwie wollte ich das nicht wahrhaben. In deinem Alter verkraftet man das wahrscheinlich alles nicht mehr so. Nina, was redest du denn für einen Unsinn? Ich bin nicht alt. Nur nicht ausgeschlafen. Und ich erst. Na, komm, lass ihn. Ich kann nicht. Nina, Süße, nur einen kleinen Moment. Was soll denn schon passieren, außer dass er ein bisschen schreit? Ich will einfach nur eine gute Mutter sein, verstehst du? Eine Mutter, die da ist für ihr Kind und Zeit hat. Das bist du doch. Auf gar keinen Fall will ich so werden wie meine Mutter. Oder wie ich. Thomas. Du bist der süßeste und liebste und schnuckligste Papa für Theo. Ich rede nicht von Theo. Weißt du was? Du schläfst heute nach hier und ich nehme Theo. Was, hier? Ja. Es ist herrlich ruhig hier. Du schläfst dich aus und wirst sehen, morgen früh sieht die Welt schon ganz anders aus. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Theo auch nur einen Moment aufgehört hätte zu schreien. Oder wenn Nina auch nur eine Nacht hätte schlafen können, ohne sofort Sehnsucht nach ihrem Kind zu bekommen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht musste es so kommen. Ja, Theo, ja. Ah!
Nina? Ich habe ein Taxi gerufen. Theo und ich bleiben bei meiner Mutter, bis wir eine eigene Wohnung haben. Nina, bitte. Bitte geh nicht. Alles, wovon ich träume, Thomas. Familie, ein Haus, Kinder. Alles das, was ich gerne erleben möchte, das hast du schon erlebt. Es war ein Fehler zu glauben, man könnte es ungestraft ein zweites Mal tun. Nina, bleib hier! Sandra, wartest du bitte kurz? Einen Moment bitte. Nina, bitte bleib hier. Du kannst mich nicht verlassen. Theo ist auch mein Kind. Ich hätte nicht von dir erwarten sollen, mit mir eine Familie zu gründen. Du hast eine Familie. Mach's gut. Sandra, bist du noch dran? Ja. Sag jetzt bitte nicht, du bist erkältet. Ich weiß, dass du weinst. Sandra. Was ist denn? Es ist wegen Clara. Ja, was ist mit Clara? Sie ist schwanger. Thomas, bist du noch da? Ja. Wer ist der Vater? Das war dieser verkiffte Loser von Matze. Thomas, ich soll mit ihr in die Klinik, damit sie da nicht alleine ist. Aber ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Warum in die Klinik? Sie hat heute ihren Termin. Was für ein Termin? Oh Gott, ja. Sandra, ich komme mit dir. Danke. Ja, klar. Das bin ich, Thomas Wünsche, Bauunternehmer. Heute habe ich zwei Häuser, zwei Frauen, zwei Familien. Ich bin gescheitert. Geschieden, gealtert. Ich bin 54 Jahre alt. 54. Das ist dreimal Clara, zweimal Nora. 54 Mal Theo, einmal Sandra. Clara hat keine Ausbildung, keinen Vater für ihr Kind. Es wäre sicher nicht sehr klug, wenn sie jetzt schon Mutter werde. Was ist denn klug? Weißt du's? Vielleicht tut diesem verwöhnten Gör die Verantwortung gut. Vielleicht hört sie dann endlich mal auf, sich mit den falschen Leuten die Birne zu benebeln. Vielleicht ist sie in ein paar Jahren stolz auf ihr Kind und endlich mal auf sich selbst. Ich habe drei Töchter, Thomas. Die eine bekommt keine Kinder, die zweite will keine Kinder. Und die dritte lässt das vielleicht einzige Enkelkind, was ich jemals kriegen werde, gerade entfernen. Ich hätte dieses Kind so gern auf meinen Armen gehabt. Ich hätte Clara doch helfen können. Ich möchte nicht alleine alt werden. Ich möchte nicht Golf lernen und in Thermalbäder gehen oder auf Studienreisen nach Kreta. Ich will zu irgendwas Nütze sein. Wir haben doch das Recht dazu, nicht wahr, Thomas? Ja. Wir müssen doch nicht mehr so tun, als wären wir noch mal 30. So wie ich. Verzeih mir, Sandra, ich wollte die Uhr anhalten. Es war so dumm. Und so unfair. Herr und Frau Wünsche? Ja, das sind wir. Ihre Tochter ist jetzt fertig. Sie können sie abholen. Zimmer 14. Ja. Die Frauenärztin hat gesagt, ich bin in der 8. Und jetzt auf einmal bin ich in der 14. Und sie sagen, das war, weil ich verpeilt habe, weil meine letzte Regel war. Aber das stimmt nicht. Ich meine, ich bin manchmal schusselig, aber das kann echt nicht sein. Clara, bitte, was heißt das denn jetzt? Wie, was es heißt? Meine Mann, wo lebt ihr denn eigentlich? Die Scheißfrist ist abgelaufen. Sie haben es nicht weggemacht? Du bist noch schwanger?
Na bravo, haben wir es auch endlich kapiert. Und da kann man echt nichts mehr machen? Und Papa, du hast ja wohl voll keine Ahnung. Schon mal so ein paar Kraftzeilen 18 gehört? Ja, aber was soll denn jetzt werden? Ich meine... Bauherren Giese und Prinz haben heute die letzten Raten überwiesen. Damit sind unsere Außenstände auf 1,2 Millionen reduziert. Laut Sanierungsplan müssen noch mindestens 500.000 reingeholt werden. Also knüpfe ich mir jetzt die Bauherren Zander und Ruprecht vor. Mama, kannst du nicht endlich mal ans Telefon gehen, bitte? Ja, doch. Ist der Kreditantrag eigentlich fertig? Nein, das mache ich, wenn Clara Zoe abgeholt hat. Vorher komme ich nicht dazu. Und schon, Partner? Wie hast du das denn hingekriegt? Ah ja, doch, selbstverständlich. Ganz klar, Giese ist Staatssekretär im Gesundheitsministerium und der hat Angst vor der Presse. Doch, das haben wir schon. Und der gute Herr Prinz, der hat Angst vor seiner Frau. Sie. Schicken wir ihn morgen zu, okay? Gut, tschüss. Ach, Nina, wir hatten doch vereinbart, dass du vorher anrufst, wenn ich ihn nehmen soll. Theos Tagesmutter ist krank geworden. Ja, und dein Freund? Halt, Mandanten, Thomas, bitte. Nina, ich kann wirklich nicht. Sandra ist hier. Ja, soll ich ihn jetzt mit in die Vorstandssitzung nehmen, oder wie? Ja. Nein. Lassen Sie Theo ruhig hier. Dann hat Klein Zoe jemand zum Spielen. Danke. Bitte. Tschüss, Schatz. Ciao. Mama! Clara ist dran. Sie fragt, ob sie noch ins Statistiktutorium gehen kann. Nee, nee. Mama und ich sind heute zum Abendessen eingeladen. Also nein. Warte mal. Was ist denn jetzt? Ja. Aber sag, wir nehmen Zoe bis 7 Uhr. Keine Minute länger. Ja, du kannst gehen. Sie nehmen sie bis um 7, aber keine Minute länger. Sie sind heute zum Essen eingeladen. Mach's gut. Oh, was hältst du von einem Bären? Guten Tag, ich bin ein Bären. Und wer bist du? An die Finca in Spanien haben Sandra und ich schon lange nicht mehr gedacht. Wir sind abends einfach zu müde.